So, wir schauen uns heute also ein Modell an, das einen Ausschnitt oder besser gesagt zwei Ausschnitte aus unserer Haut zeigt. Dieser Strich in der Mitte ist sozusagen genau die Grenze. Das heißt, es sind eigentlich zwei Modelle in einem. Die linke Seite zeigt nämlich einen Ausschnitt aus der behaarten Haut und die rechte Seite einen Ausschnitt aus der unbehaarten Haut. Behaarte Haut haben wir zum Beispiel am Kopf. Kopfhaut ist doch bei den meisten Menschen behaart. Unbehaarte Haut wäre ganz typisch für die Handflächen zum Beispiel oder auch die Fußsohlen. Und wir werden gleich sehen, da gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die da einfach anders sind als zum Beispiel in der Kopfhaut. Beginnen wir vielleicht einmal mit so einem ganz groben Aufbau der Haut, so von oben nach unten oder von außen nach innen besser gesagt. Da kann man eigentlich drei grobe Schichten unterscheiden. Und zwar bei beiden, also sowohl bei der behaarten als auch bei der unbehaarten Haut. Das wäre eben einmal oben der erste Abschnitt, die sogenannte Oberhaut. Dann kommt in der Mitte dieses breite Stück die Lederhaut. Und unten, dort wo wir diese gelben Knubbel drin haben, das ist die sogenannte Unterhaut. Und die Unterhaut erkennt man eigentlich immer genau an diesen gelben Knubbeln. Das sind Fettzellen. Das heißt, Fett wird im Unterhautgewebe gespeichert. Und das kann natürlich, je nachdem an welcher Körperstelle das ist und sage jetzt mal je nach Ernährungszustand des Menschen auch variieren, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Fett sein, aber es ist eben immer in der Unterhaut gespeichert. Gut, dann schauen wir uns zuerst mal diesen oberen Bereich an, nämlich die Oberhaut. Die kann man nochmal unterteilen und zwar sehen wir ganz oben so einen helleren Bereich, sowohl hier bei der behaarten Haut als auch hier bei der unbehaarten Haut. Und dieser hellere Bereich ist die sogenannte Hornschicht, auch oft im Volksmund einfach als Hornhaut bezeichnet. Und die ist natürlich an den Stellen, die ganz besonders beansprucht werden, also wie die Handflächen oder die Fußsohlen, ist die natürlich besonders dick. Und ihr wisst, wenn man die abraspelt, am Fuß zum Beispiel, das machen ja manche Leute, dass man die an der Ferse irgendwie entfernt, dann wächst die wieder nach. Das heißt, die muss irgendwie von innen nachgebildet werden und dieses Nachbilden passiert in der Schicht darunter, in der sogenannten Keimschicht. Die Hornhaut selber ist eigentlich ja mehr oder weniger abgestorbenes Hautgewebe, die einfach da ist, um die empfindlicheren Hautschichten darunter zu schützen. Und deswegen ist auch ganz klar, dass die von innen wieder nachgebildet wird, sobald man sie irgendwie entfernt. Gut. Was sticht uns noch gleich ins Auge, außer dass wir auf der linken Seite Haare haben und auf der rechten Seite nicht? Vielleicht sind euch diese kleinen Knüppelchen hier schon aufgefallen. Es handelt sich dabei um sogenannte Tastrezeptoren. Und auch da ist klar, an den Handflächen, an den Fußsohlen, da können wir ganz besonders gut tasten. Also da haben wir ein ganz besonders gutes Tastempfinden. Das heißt, hier treten verstärkt solche Tastkörperchen auf. Auf der Seite der behaarten Haut sind jetzt keine dargestellt, aber auch dort gibt es Tastkörperchen, aber halt viel weniger. Die sind mit Nerven verbunden und diese Nerven führen durch den Körper bis zum Gehirn und das Gehirn kann dann eben das Tastempfinden auswerten sozusagen. Also das heißt, wir spüren mit der Haut, aber im Gehirn wird dann erst festgestellt, was spüren wir da eigentlich. Ist es was Raues oder was Weiches oder was Hartes? So ähnlich wie diese kleinen Knubbelchen da oben, diese Tastkörperchen, sowas sehen wir hier unten nochmal in etwas größer. Tatsächlich haben auch diese beiden Rezeptoren etwas zu tun mit, ja, nicht so sehr mit dem Tasten, sondern mehr mit der Erschütterung. Das heißt, sie können auch eine Bewegung wahrnehmen, aber nicht ganz so fein wie die Tastkörperchen, sondern da gibt es eben mehr so ein bisschen gröbere Sachen, ja, wie Erschütterungen. Diese dicken Körperchen da unten heißen übrigens einen ganz lustigen Namen, die heißen Vater-Pacini-Körperchen. Und es hat immer nichts mit dem Vater zu tun, sondern die sind benannt nach zwei Anatomen. Also Anatomen, wisst ihr wahrscheinlich, sind Ärzte, die sich mit der Anatomie des Menschen beschäftigen. Und davon hieß eben einer Abraham Vater, der andere
war ein Italiener und der hieß im Nachhinein eben Pacini. Deswegen Vater und Pacini oder Vater Pacini-Körperchen. Die sind, wie gesagt, Rezeptoren für Erschütterungen. Und sind übrigens die einzigen solchen Rezeptoren, die man in der Unterhaut findet. Die anderen liegen eigentlich alle in der Lederhaut und meistens dann auch ganz weit oben. Also schon in Richtung Oberhaut, damit man ja eben möglichst gut tasten kann, dass da nicht mehr viel Haut drüber ist. Gut, dann habt ihr sicher auch schon dieses komische Gebilde hier bemerkt. Gibt es ebenfalls auf beiden Seiten. Da sehen wir es nochmal. Da schaut es noch ein bisschen anders aus, weil es an einer anderen Stelle geschnitten wurde, sozusagen. Hierbei handelt es sich um Schweißdrüsen. Also die Drüse ist eigentlich dieser Knäuel da unten. Dann hat man hier einen Ausführgang. Und der endet natürlich irgendwann mal da oben in der Haut. Das bisschen kippen, dann sieht man es vielleicht besser. Der endet oben in einer sogenannten Schweißpore und aus der tritt dann eben der Schweiß aus der Haut auf. Natürlich sind diese Poren ganz winzig, das heißt, die können wir eigentlich nicht sehen mit bloßem Auge. Aber man sieht halt dann vielleicht an der Stelle eine Schweißperle austreten. Diese Schweißdrüsen, sehen wir, sind auch mit Blutgefäßen verbunden. Ich denke, könnt ihr euch vorstellen, woran das liegt. Wir schwitzen ja vor allem dann, wenn der Körper überhitzt ist, um wieder abzukühlen. Und diese Überhitzung, die kann man zum Beispiel eben auch am Blut, an der Temperatur des Blutes, an der Durchblutung bemerkt die Schweißdrüse das dann sozusagen und kann dann eben entsprechend darauf reagieren. Und da seht ihr, die gibt es eben in der Kopfhaut auch. Und das wisst ihr alle selber, dass man auch am Kopf richtig schwitzen kann. Gerade wenn man Sport treibt, dann steht einem der Schweiß an der Stirn oder auf dem Kopf. Und deswegen muss es da natürlich auch Schweißdrüsen geben. Gut, dann kommen wir jetzt endlich zu den Haaren, die wir hier sehen. Sieht eigentlich auch total lustig aus. Wir sehen es hier einmal angeschnitten, also dass man wirklich auf das Haar selber sehen kann. Einmal sehen wir diese Haarwurzel von außen. Was an der Haarwurzel noch mit dran hängt, das sind die sogenannten Talgdrüsen. Also die haben auch wieder so eine drüsige Form, so ähnlich wie die Schweißdrüsen. Und hier wird aber nicht Schweiß oder sowas produziert, sondern eben das sogenannte Talg. Das ist so eine Art Fett für die Haare, um die Haare geschmeidig zu halten. Und jeder kennt das, wenn man die Haare länger nicht wäscht, kann man diesen Talg auch sehen, denn dann wirken die Haare eben etwas fettig. Ist aber wichtig, dass wir das haben, weil sonst wären die Haare total trocken und würden sehr leicht abbrechen. Gut, vielleicht fällt euch auch hier wieder auf, dass Blutgefäße zu der Haarwurzel hinziehen. Eigentlich auch klar, warum es die geben muss. Das Haar muss ja wachsen. Wenn Haare abschneidet, wachsen sie nach. Das heißt, irgendwoher müssen die Baustoffe kommen, damit wieder Haar nachwachsen kann. Und diese Baustoffe werden über das Blut, über die Blutgefäße zur Haarwurzel angeliefert. Auch ganz lustig, hier an der Seite befindet sich ein Muskel. Dieser Muskel ist der sogenannte Haaraufrichter. Der heißt wirklich so. Und er macht genau das, was sein Name verrät, nämlich er richtet die Haare auf. Wann macht er das? Zum Beispiel, wenn wir frieren. Wir kennen die Gänsehaut im Körper, auch an den Stellen, wo jetzt vielleicht gar nicht wirklich Haare sind. Da sieht man halt noch so, ja, so kleine Huckelchen. Auch da, an diesen Huckelchen sind sozusagen die Haaraufrichter schuld. Denn früher hatten wir ja ein Fell am ganzen Körper, also unsere Vorfahren, nicht wir. Und wenn es kalt ist, ist es ein ganz großer Vorteil, wenn sich die Haare so aufrichten, weil dann vergrößert sich sozusagen der Raum zwischen den Haaren und bildet so eine Art Luftpolster, was den Körper dann vor der Kälte isoliert. Und daher kommt das eben, dass wir bei Kälte oder wenn wir frieren, dass wir eben Gänsehaut bekommen und dass sich die Haare aufrichten. Ähnlich übrigens auch, wenn wir Angst haben, auch da können sich die Haare aufrichten. Man sagt oft, da standen mir die Haare zu Berge. Also das spricht genau dafür, dass das eben da auch passiert, wenn wir Angst haben. Was hat das für einen Grund?
Man vermutet, dass man durch das Aufrichten der Haare auch ein bisschen größer gewirkt hat und vielleicht Feinde in die Flucht schlagen konnte damit. Also wer weiß, ob das so ist. Auf jeden Fall ist es auch hier einfach eine Reaktion unseres Körpers, dass wir die Haare aufstellen. Und deswegen brauchen die Haare einen Muskel, der das eben bewerkstelligt. Das habe ich gerade schon gesagt, ein Luftpolster kann den Körper isolieren vor Kälte. Natürlich hat auch die Fettschicht in der Unterhaut eine ganz ähnliche Funktion. Also das ist nicht immer nur was Schlechtes, wenn man da irgendwie Fett hat, sondern das hat in allererster Linie eine isolierende Funktion. Also es schützt den Körper, isoliert ihn nach außen hin vor der Kälte. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt alles hier uns angeschaut. Ich gucke gerade noch mal, aber ich denke, viel mehr gibt es zu diesem Modell nicht zu sagen.